So, es kann sein, dass einer von uns ein übergeschnappter Schriftsteller ist. Aber mir wäre es erheblich lieber, wenn dieser Clown ein total übergeschnappter Schriftsteller ist, der mit uns an der Uni studiert und uns alle gut kennt. Oder eine Schriftstellerin. Das ist womöglich eine Frau. Das ist bestimmt keine Frau. Dieser Clown tötet wie ein Monster. In einer Horrorgeschichte kann der Böse unmöglich eine Frau sein. Na klar. Ist auch eine Frage der Kraft. Ich bin natürlich Feminist, klar. Erlaubst du auch, dass ich fortfahre? Ja, Verzeihung, Verzeihung. Der Kollege oder die Kollegin schreibt also eine Horrorstory mit allen Schikanen. Und weiß genau, wie man die Angst steuert. Qualvolles Sterben, die Figuren, das vollkommene Klischee. Diese Person beherrscht alle Konventionen des Genres. Und wenn er an der Universität ist, hat er sich alle Horrorstories aus der Bibliothek geholt. Hm? Allerdings. Okay. Seht mal. Und was machen wir jetzt? Sollen wir mit jedem reden und fragen, wer von denen uns umbringen will? Leute, die Hauptinspirationsquelle ist doch das Buch über den Mörder-Clown-Club. Und wir wissen ja, wer darauf scharf war. Okay, jetzt ist aber gut.